Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Arc Steampunk. Hier geht's weiter, wieder als Live-Let's Play. Ihr seht's eingeblendet unter der Webcam und natürlich auch wieder mit Xar. Grüß dich. Moin. Und Danu. Servus. Ist noch dezent weihnachtlich geschmückt hier, ne? Also Dezent? ganz dezent. Und ich bin auch noch in tollem Weihnachtsmann-Outfit, ist das nicht? Es Das ist sind mal ein alle. Ein Traum. Es Schau, auch ist der ein Trike da hinten. auch unser Captain Trike, ja, Ja. und unser Kroko dort oben. Es Und der ist Xar. der Xar, der hofft. Ich habe den Xar noch nicht gesehen. Der Ich ist da glaube, der hinten ist mit nur dem ein. Trike unterwegs. Ich Der glaube, er holt ist nur gerade ein noch Geist. Beeren. Ach, er ist mit Captain Trike unterwegs, genau. Wir Ja. haben die Sachen, die hier zur Deko sind, die hat man ja vorgestellt in dem Weihnachtsspecial. Die haben wir hier gelassen. Die stehen nach wie vor rum. Genau. Und die verschwinden ja dann mit Ende des Events. Insofern lassen wir die jetzt einfach mal hier. Und ansonsten, was wir so ercheatet haben während des Events, die ganzen Dinos und so, was wir zum Patch vorstellen, ja hier auch hatten, die sind natürlich weg. Das haben wir nur mal, um sie herzuzeigen. Aber wir haben sehr Gefallen gefunden an den neuen Dinos. Insofern würde ich die ganz gerne versuchen, irgendwie an Bord zu bekommen. Und Viel Spaß. erste Mission, um die an Bord zu bekommen, ist ja im Grunde genommen, dass wir erstmal, ne, dass die erstmal überhaupt eine Chance haben, an Bord zu kommen. Das heißt, wir müssen da eine Rampe bauen. Die war auf der Seite, okay. Und gar nicht so einfach. Warum habe ich mir ausgerechnet die Seite ausgesucht? Keine Ahnung. Weiß ich Das nicht, ne? musst Das du ist. wissen. Du machst So. auf jeden Fall Flammenspuren hinter dir. Durch die Immerhin. ganzen Fackeln. Das ist voll gut, wenn man das Boot steuert und dann nicht mehr steuert, dann hängt man in den Geschenken fest. Dann Sehr musst du halt praktisch. die dementsprechenden Geschenke entsorgen. Hm. Oh, meine Lagerfeuer sind schon wieder in der Erde. Sind in der Erde. Ja, dafür kann ich aber hier halbwegs schön bauen. Also ich hab da schon mal was vorbereitet, ja. Ich habe da in Offscreen schon mal was vorbereitet. Wir haben ja die Pillars Plus Mod installiert. Die habe ich jetzt. Na toll, Was dann? das schleppt hier wieder wie bekloppt. Scheiße. Moment. Pickup. Erstmal ein Pickup. So. Ach, das. Ach, Moment. So. Alter! Ich glaube, an Booten Pillars anblingen. Anblingen? Hier Ja. stehen. Ach so, okay. Das ist so mein Problem. Pickup. Warte mal, ich glaube, ich muss. Geht das? Warte mal, kann man die Ceiling drehen? Ich glaube, dass der Pillar richtet sich nach den Balken oben aus, wenn das denn richtig ist, meine. Kann man die drehen? Q? E? Du bist der Was war Einzige, Q? der mit der Q? Z? Q Nee, wie? und Und E, oder? R, E oder ja, müsste E sein. Ist nicht. Kann man nicht drehen. Die Pillars. Kann ich die drehen? Q? Warte mal. Ja, doch. Ja, ganz kurz. Oh, ist das Kacke. Soll ich's mal probieren? Ja, kannst du gleich mal machen. Warte mal, aber ich will ganz kurz. Ja. Nee, es geht nicht. Wohin hättest du denn gerne? In Richtung Schiff, oder? In Richtung Schiff, das ist an Schiffs, Ja. an Dock natürlich und dann eben entsprechend Support gibt. Es gibt auch so Hast du eine für Support. mich? Ich habe sogar vier für dich. Ja. Oh, halt dieser Spitabel. Ah ja, total, total. Ist ja noch quasi Bin noch ich fast gar nicht Weihnachten. gewohnt. Jetzt bin ich gerührt. Ja, das schnappt super, also. Schnappt genial. Das Und das Ding ist schnappt halt echt. ohne das Ding da oben. Ah, nee, ich dachte schon, du hättest es. Ohne das Ding da oben, also ohne die Ceiling, kannst du die Dinger halt gar nicht platzieren. Das, ey, nicht übereinander. Nee, ich habe versucht, ob es jetzt vielleicht dann. Aber es snappt überhaupt nur in diese zwei Richtungen. Nee, du kannst mit Q, dann snappt es ganz kurz um. Wenn du Q drückst, währenddessen dann Ah. ganz kurz, aber dann musst du so perfekt klicken. Ah, Das Moment, habe ich nicht geschafft. ja. Okay. Und ich nehme das hier schon mal weg. Gott. Das ist halt echt, ja, genau. Das ist halt echt, das ist kann man toll. den Also nicht wieder es. aufheben?
Wo ist denn doch, das? Oben rechts. Ha! Ha! Das war es mir jetzt wert. Es hat gerade gepasst. Da dachte ich, wie hast du das gemacht? Einfach. Ich habe Q gedrückt gehalten und das ging wohl, weil deiner dort saß. Dann hat er wohl irgendwie nicht mehr so rumgewackelt. Damit wollte ich ihn ja austricksen. Ein bisschen verlängern musste noch. Ein paar Millimeter, ja, aber nur. Ja, ich frage mich jetzt nur, weil wenn ich jetzt oben die Ceiling wegnehme, wird er abbrechen. Das geht, glaube ich, nicht, oder? Wird er wahrscheinlich. Der wird. Dann müssen wir das so machen. Ja, ist ja okay. Okay. Oder warum machst du nicht. Warum machst du nicht die Rampe in die. Na gut, in die Richtung ist auch scheiße. Aber dieser ausladende Dings schaut doof aus. Ich würde es eher entweder in deine Richtung machen oder in die Richtung. Meinst du nicht? Ach so, dass man das. Ah, ja, natürlich, da hast du recht. Das ja, aber gut. Das schaut scheiße aus so. Ja. Da hast du total recht. Nur die Frage ist, ob man oben die Kurve kriegt mit den Dinos. Da müssen wir dann ein bisschen. Müssen wir dann mal gucken. Ja, mal schon hin. Okay, doch geht. Ist wieder rumgeschnappt ohne Ende. Sind wir jetzt vorm Fenster, ist aber auch egal. Das ist ja wurscht, aber das so ist ja eigentlich nur temporär. Ja, nö. Man kommt hier. Jetzt musst du mir nur noch erklären. Kommt ja nicht so gut drauf. So, okay. Warum von vorne? Also, was? Wenn ich jetzt hier stehe, dann ist das ja der Vorderteil unseres Schiffes, ja? Ja. Und du willst immer da die Dinos aufladen. Weil es näher ist an vorne. Weil wir können da mit der Schnauze. Kommst ja, da man hoch? Kommt da nicht. Ja, springen einmal. Ah, okay. Ich weiß auch nicht warum. Das ist jetzt hier irgendwie, weil wir so im Boden gebackt sind. Aber du bist halt, weil wir näher an der Schnauze sind, habe ich gedacht, dann schon zur Schnauze hin, dann kann man damit quasi ins Land reinfahren und kriegt die Dinos halt besser aufgeladen. Ja, und notfalls würde ich sagen, nehmen wir da so eine Railing weg, dann haben wir auch ein bisschen einen besseren Wendekreis. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier, warte mal, ich könnte ja gucken, dass wir hier noch. Moment, machen wir hier vorne eine Railing weg. Dass du da noch ein Ceiling dahinter machst. Dass wir da noch eine Ceiling hintersetzen, genau. Das würde gehen, dann, ja. Müsste das ja theoretisch. Der Xa ist so verdammt leise, warum? Mach nur Sorgen. Dass er Roboter ist. Genau. Sieht nichts von Xa? Hab eine Roboterphobie. Ja, er war vorhin ein wenig im TS abgehackt, aber mittlerweile alles gut. Also du darfst reden. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, hoffen wir alle. Bist du mit dem Trike in halbwegs greifbarer Nähe? Jo, ich bin dass du mal nur um die Ecke. Dass du mal probieren könntest, ob du hier die Rampe hochkommst oder ob wir die zweispurig machen müssen. Mach ich. Das wäre praktisch. Autsch. Ah ja. Das Lustigste ist dann hier, weil da können wir es nicht verbreitern, Koja. Na, da können wir es nicht breiter machen. Ach so, ach naja, das geht aber. Also wenn es jetzt nicht gerade. Ich meine, wir wollen ja keinen Rex. Wollen wir ja gar nicht. Ich denke, das Größte, was man hier. Nö, da setze ich nochmal drauf auf die großen Tiere. Ich denke, das Größte, was wir hier aufs Schiff kriegen, wäre ungefähr so Therizinosaurus, Kano, Alo und die Kriste. Die sind ja wendig allesamt. Die sollten ja eigentlich um die Ecke gehen. Oh, unser Biber hat ja auch noch Holz geladen. Jo, so ein bisschen. Gut. Gefällt mir unser Weihnachtsboot. Sieht herrlich, ja. Herrlich schräg aus. Ja, sogar der Quetzi vorne drin hat eine Beleuchtung dran. Was? Ging das? Ja, so mehr oder weniger. Was hast du am gemacht? Hals? Das ist ja krass. Am Hals kann man die scheinbar festmachen, die Dinger, ja? Diese Lichterketten, wie cool. Nee, ich hab da ein bisschen gemogelt. Ich hab in eine Railing hingepackt und von da aus dann raus. Ach so. Geht auch, oder was man auch machen könnte, ist einen der neuen Pillars, also von der Pillar Plus, die kannst du ja so dünn machen, dass man sie fast nicht sieht. Und jetzt rechts. Passt. Kommst du auch ganz rum, ohne da runter zu plumpsen? Passt. Ist gut, oder? So, geht ein und drei. Komfortabel ist vielleicht was anderes. Jetzt ist die nächste Frage, wollen wir auf der anderen Seite, da wo die Planke ist, so einen Außenparkplatz machen? Dass wir so einen kleinen Flügel bauen, so drei Ceilings ungefähr? Meinst du nicht, dass uns dort eher runterklitschen dann? So. Wenn man jetzt keinen Stein mitnimmt, in der Höhe muss man eh erstmal einen treffen, weil die Steine sind ja meistens tiefer. Könnte man machen, dann ja, den aber nicht dann so im Weg, weißt du? Ja. Wenn du hier langlaufen willst, nervt das schon ein bisschen. Ach komm, ich mach mal drei Ceilings. Guckt ein Schneemann ins Boot. Ja, das ist, weil wir so komisch stehen. Schau mal nach vorne, da steht irgendwo so ein Baumteil. Warte, wo ist er denn?
Wo ist denn dieser Baumteil jetzt? Vorher habe ich mich nicht gefragt, was das ist. Sehr schön. Oh ja, das Spielkind. Hier ist ja noch einer. Hier vorne der Baum auch, ja. Ja, ist cool. So, jetzt, jetzt noch einmal kurz drei von den Dealings gebaut. 1, 2, 3. Soll ich auch dann Railings drumherum ziehen? Wäre schon sinnvoll, ne? Wäre besser, ja. Und du streifst das halt nicht so schnell ab. Gerade. Ja. Was die Railings? Railings sind egal, ob du das abstreifst oder nicht. Okay. Du wirst auch quer durchs Boot abgestriffen, gestrifft, ja. Gestruft. Also insofern, ob da Wände sind oder sonst was, ist wurscht. Ach cool, ja, die glaube ich da eh nichts mehr. Ich sag nur spring. Echt? Warum? Ich weiß gar nicht, was da ist. Mhm. Wohin hast du die Kohle dann gesagt? So in die Kohlekiste. Wo ist die? Wir haben eine Kohlekiste. Beim Stein, glaube ich, war die, oder? Ah, ja, ja. Deine schwarze. Deine schwarze? Aha. Mhm. Ja, klein schwarz, ja. Stimmt, kommt hin. Xa hat heute das kleine schwarze an. Das ist schön. Moment, ich muss zur Farbkiste. Oh Mann. Metall ist jetzt fertig. Dann haben wir keine Planke mehr, über die wir jemanden schicken können. Das ist irgendwie auch so ein bisschen schade, ne? Wir kann man ja hinten ans Kapitän sich Häuschen anbauen. Müssen wir irgendwie woanders machen, ja. Oh Mann, das klingt wie wenn das ganze Boot anreißen würde. Ja, klang irgendwie hart, ne? Das waren die, Holiday Lights, diese Dinger. Mhm. Ja, dann die haben irgendwie so derb geklungen. Ja, wenn der eine wegreißt, dann fällt gleich die ganze Reihe weg. Ich muss nochmal Support anbringen. Haben wir noch Pillar? Ach du Scheiße, ich muss nochmal Pillars anbringen an die Wand, ne? Mach das. Ich will nicht. Einen Pillar findest du im Trike. Aber willst du das nicht vielleicht ein bisschen länger machen? Weil ich meine, der Trike allein braucht schon den Platz. Noch länger? Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur für den Trike erstmal. Achso, wenn wir dann mehr Dinos haben, müssen wir ein zweites Boot bauen, oder? Dass man nur mal so ein, zwei Dinos hier drauf haben kann. Ja. Die kleinen, die kriegen wir alle unten rein. Also gerade jetzt, keine Ahnung, Raptoren und so. Ja, die kleinen schon. Aber wie gesagt, ich wollte einfach nur mal so einen Notparkplatz haben. Ansonsten müssen wir uns ohnehin drauf einstellen, relativ bald. Ich muss noch einen Pillar, warte mal so. Naja, ich meine, wenn wir noch fleißig genug Eisen sammeln, könnten wir uns dann auch schon einem Dampfschiff zuwenden. Ein Pillar ist so scheiße. Was genau machst du da? Ich weiß nicht, irgendwo ist jetzt ein Pillar. Ich habe ihn. Ja, normal runter, oder? Nee, ich habe irgendwo einen platziert. Ach ja, ich sehe ihn. Ich nehme ihn mal ab. Schön, mach das. Danke. Ein neues Spiel. Such den Pillar. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Soll ich ihn dir runterschmeißen, Koja? Nee, ich hab ihn platziert bekommen. Brauchst du die ganzen Bären noch, Xa, oder kann ich die verkochen? Länge. Also die Mechu-Berge sollte ich ein paar aufheben, 6 tamen, aber den Rest kannst du verkochen. Mhm. Achso, falscher Eingang. Ach, weißt du was jetzt? Hab ich schon dazu. Naja, ich meine, du kannst auch vorne einfach offen lassen, dann kann man mit dem Track runterhopsen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Jetzt baue ich Railings. Irgendwie klingt das so gestresst. Schon mal losfahren eigentlich, oder? Nein, bitte nicht während ich baue, dann fliege ich nur runter. So, passt. Ist doch ein schöner Trike-Parkplatz hier und da könnte man sogar noch irgendwas davor stellen, wenn man guckt, einen Biber könnte man da nämlich auch noch reinstellen. Bring mal gerade her. Ach nee, das war ein Kackhaufen, das war keiner von euch. Oh Mann. Da stand total ständig einer beim Biber, aber es war nur sehr große Kackhaufen, der da gehopst ist. Oder das macht's jetzt nicht unbedingt besser. Also so aber scheiße sind wir nun auch wieder nicht. Doch, ja. Genau so scheiße. Xa, ich glaube, er möchte künftig die Folgen ganz alleine aufnehmen, oder? Was? Nein. Steht doch einfach zu eurer Hässlichkeit.
Sagt er, der behauptet, auch. Dass sein Char so wunderhübsch ist. Mein Charakter ist im Herzen schön. Ja, da kann man sich die schön drüber streiten. Ist die Schönheitskönigin der Herzen. Königin, überhaupt. Ja, genau. Das ist doch eindeutig. Ja, ich weiß ja, da. Oh Mann, Hilfe. Sie ist so schön. Ja, voll, gegeben. Voll. Echt. Jetzt sehen die Schneemänner durchs Boot gleiten. Das ist gut. Oh. So, alle an Bord? Ja. Gut, dann fahre ich dann los. Dass ich hier jemanden am Strand vergesse. Dachte. Mir bollert jetzt gerade eine Kacke durch die Gegend. Ich hätte sie, glaube ich, nicht fallen lassen sollen. Sie packt ihr Füß durch. Oh Mann. Die hüpfende Kacke. Sehr schön. Ja, fahren wir da mal Richtung Süden und schauen die Strände an, sozusagen. Wir könnten ja auch auf der Pflanzenfresserinsel vorbeischauen. Eventuell spawnen da ja auch was. Ja, die ist ja im Süden, ne? Oder? Die Pflanzenfresserinsel, genau. Huch. Oh, das ist der Aufgang. Ja, wo mache ich denn jetzt die Planke hin? Wieso? Kriege ich da gerade Farbe raus? Vielleicht liegt Kohle drin? Oder Spark Powder? Nein. Ja, Spark Powder ja, aber es sollte... Ja doch, Spark Powder brauchst du auch zum Farbe kochen. Planke gleich hier vielleicht, aber dann sind die schönen Socken weg. Geht ja gar nicht. Ich kann nicht die Socken öpfern. Die Socken öpfern. Oh Mann. Wir haben schon wieder Flammen durchs ganze Schiff. Lass noch Wasser drüber schütten, dann haben wir ein Dampfschiff. So, sortieren wir das einmal. Die kommen mit, die kommen mit. Und die kommen mit. Oh, unser Schiffsname bleibt mal wieder stehen hinter uns. Ja, das ist irgendwie normal. Oh nein, wir haben unseren Schiffsnamen verloren. Das namenlose Schiff. Vorsicht, Danu, beim Runterfallen wird man auch ganz gut versetzt. Ich hab das eben gerade mal gemacht. Aber wenn du das magst, kannst du auch einfach nochmal springen. Oh ja. Ich spring, wenn du vorher springst. Das ist cool hier mit den Flammen. Und das nennst du kleine Küche. Das ist eine Feuersbrunst. Das ist die Hölle an Küche. Vor allem hier, wenn wir nicht aufpassen, dann schmilzt erst der Schneemann und anschließend brennt der Weihnachtsbaum. Ja, dann drehst doch ab. Ganz Quatsch. Ich koche noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Essen für euch. Aber ja, wenn ihr nicht wollt, dann höre ich auf damit. Wäre eigentlich der erste Weihnachtsbaum, der in Flammen aufgeht? Bei uns schon. Bei uns schon. Ja, bei uns schon. Oh Mann. Zwei Dumme. Okay, das ist fertig. Gut, Kuchen gibt's nicht mehr. Was kann man jetzt noch kochen? Oh. Oh, fällt mir gar nicht, wenn du das sagst. Ach, alles gut. Also wenn plötzlich der hintere Teil des Schiffs abfällt, dann war's bitte. Du, wie gesagt, ich warte nur darauf, dass er dieses eine Teil wegnimmt. Ich glaube, das eine Teil kann man sogar wegnehmen. Meinst? Wolltest du es ausprobieren? Vielleicht probieren wir das irgendwann mal aus, wenn wir vorher einen Server-Safe gemacht haben. Ach, du meinst, ich soll sicherheitshalber ein Backup machen? Verstehe. Vielleicht ein Backup. Ja, macht vielleicht Sinn, aber ich glaube, dieses Ding kannst du aufnehmen. Ich würde sagen, das heben wir uns fürs Staffelende auf. Fürs Staffelende, da wird das Geheimnis gelüftet, ob wir dieses erste Teil, an dem quasi unser ganzes Boot hier. dieses ganze Boot hängt hier, weil wir müssen aufpassen beim Aufheben vom Weihnachtsbaum bei den Geschenken, ne? Wenn wir die mal aufheben sollten, dann... Nein, das sind lauter Geschenke, die ja verschwinden werden. Wir müssen dann nur die Steampunk-Sachen wegmachen nachher. Ach, die werden ja nicht verschwinden. So. Was habe ich jetzt noch? Nur noch ein paar Bierchen. Wenn wir mal da noch was rauskriegen. Im Chat wird gerade... Frau Matze erwähnt gerade, dass unser Kutter sinken wird. Ja, das ist ja nichts Neues. Ja, es ist ja schon das sinkende Niveau, also das muss ja seinem Namen auch irgendwie gerecht werden. Eben, aber ich finde das gerade eigentlich,
Ich hätte mir gedacht, das ist schlimmer. Ich weiß nicht, wie es von außen aussieht. Aber von hier oben finde ich es eigentlich ganz cool mit diesem Parkplatz und der. Vielleicht sollte man die Rampe dann auch noch drei lang bauen. Könnte man die nämlich zur Not auch noch als Parkplatz nutzen. Mache ich, glaube noch. Dann ist das symmetrisch. Oh, yeah. Oh Mann. Er hat's gesagt. Symmetrie! Er hat's gesagt. Schick ihn über die Planke. Wir haben keine Planke mehr. Doch, ich habe eine neue gebaut. Dann halt über okay, die Rampe. Okay, ab über die Planke, Koja. Schick ihn über die Rampe. No? Boah, manchmal. Boah, du rast aber auch, Xa. Ja, es ruckelt minimalst. Also, wir haben wieder ein paar neue Getränke und sowas drinnen und ja. Oh, wir brauchen bald wieder Spark Powder da hinten im Kühlschrank. Ja, dann müssen wir mal Flint besorgen gehen. Das ist nämlich ziemlich alle. Okay, ja, gut, das ist jetzt das kleinste Problem. Zack, so, dann haben wir das. Das symmetrisch. Ach, ich fühle mich gleich viel wohler. Oh, ist immer diese Last, die dann von einem abfällt, wenn es endlich symmetrisch ist. Nicht zu vergessen, die Panik, weil bis es symmetrisch ist. Panik, bis es. Eigentlich müsste ich auch noch Railings bauen, aber die gehen nicht. Was? Weil dann kämen wahrscheinlich einige Dinos nicht hoch. Wenn man das auch noch mit Railings einfassen würde, den Aufgang. Oh, nee, das würde ich nicht machen, eben weil sonst ist es zu schmal unter Umständen. Ja, dann kommt wahrscheinlich der Trike schon nicht mehr um die Kurve. Vermute ich, fürchte ich, denke ich. Ach so, was wir da auch noch. Oh ja, die eine Schräge hast du übrigens zu lang gemacht. Komm mal hierher. Die eine Schräge zu lang gemacht. Was denn? Guck die rein. Wo denn? Schau's doch mal an. Ach, da. Ich finde das eigentlich okay, oder? Es ist doch auch so in Realität so, dass die dann so reingehen. Geht aber schon ein bisschen weit rein, oder? Jetzt eigentlich. Also normalerweise müsste die sogar richtig durchgehen, damit die. Ja, gut, dann lass so. Ich finde das eigentlich okay, muss ich sagen. Wir können sie wegen mir auch kürzer machen, ist es wurscht. Ich wollte mal reparieren gehen, Dano. Vielleicht schnappst du dir auch ein bisschen Holz, Thatch, Fiber. Dann können wir hier, während Xa rumgondelt, ein bisschen reparieren. Wir hatten ja einen geringfügigen Schaden am Boot. Ja, irgendwo schon ein klein bisschen. Wo kommt es bloß her? Weiß ich auch nicht. So. Weiß auch nicht, was da war. Zack. Du meinst, wir schauen jetzt okay. Einfach alles an und beseitigen die Baumängel. Dass wir die ganz dezent. Oh. Also die ganz dezenten Baumängel vielleicht beseitigen, ja. Das wäre nicht verkehrt. Ja, wenn einmal die Wutkiste aufgeht und nicht die Setch-Kiste, wäre ich happy. Die. Ja. Mann über Bord! Halt! Ich wollte auf so ein Ding draufspringen, damit ich an die Wand komme. Das war keine gute Idee. Finde den Fehler! Jetzt soll ich jetzt weiterfahren. Ja. Das lass ihn nachschwimmen. Da würde ich ganz viel Inventar verlieren. Ich meine, da hinten habe ich schon irgendwas schwimmen sehen. Wahrscheinlich so ein Riesenkrake bei meinem Glück. Hi. Vielleicht findest du unser Schiff. Boah, ich drehe mich um und da sind sie schon. Das war wirklich mit dem letzten. Ach ja. Denkst du, es sehr lecker zu sein? Ja, ich spring dann mal nicht mehr. Halt! Was? Willst du oder was? Ja, aber ich bin nicht gesprungen. Könntest du noch ein Stück zurückfahren? Mich hat es ziemlich weit rausgehaut. Halt! Ich werde schon angegriffen. Du schaffst das, Danu. Oh, ich habe keine Pfeile. Ich wollte dir gerade heroisch helfen. Oh. Okay, fahr schnell. Der greift an. Oh ja. Haben wir gerade wieder alles repariert. Du, ich war noch in der Nähe von den Forges, war plötzlich hinter den Forges und war dann draußen. Ja, dann fängt man an, so rumzubacken. Also dann gibt es diesen typischen Charakter springt dauerhaft. Bug. Und dann bist du halt draußen, logischerweise, ja. Es war voll gut, dass ich mir im Offscreen wieder einen Crossbow und alles gebaut habe, aber voll vergessen habe auch, dass ich auch Pfeile brauche. Das ist Ausrüstungsschrank liegt ein Stack drin, ich habe ein paar mehr gecraftet. Sehr schön. Ja, keine Ahnung, warum ihr nichts anhattet heute, ich weiß nicht. Irgendwas ist da passiert. Ja, die letzte Folge, also während wir hier das Live-Let's Play machen, vielleicht wundert sich der eine oder andere, der zuschaut gerade im Stream, die letzte Folge ist ja noch nicht ausgestrahlt. Wir nehmen, also es ist insofern ein bisschen gespoilert, als dass wir sagen, wir wurden da angegriffen und haben dezente Verluste erlitten. Ja, aber wir haben auch das hier im Live-Let's-Blick gemacht gehabt.
Genau. Genau, das hat man ja auch im Live-Let's Play gehabt. Und wir hatten sowieso auch in der Höhle ein bisschen was verloren. Aber gar Also ich nicht. zumindest, ja. Oh, hier ist echt viel kaputt. Jo, wenn der da einmal durchwischt, geht er schon ein bisschen was drauf. Juju. Mir bald da. Also ich bin jetzt Herr einmal um die Kapitän. Pflanzenfresserinsel rumgegondelt, aber ich habe da nichts Neues gesehen. Nee, ich Deswegen sage, muss wir ich jetzt müssen. weiterfahren. Ja, Glaube ich, so ansonsten, warte repariert mal, er das nicht. dann gehe ich schon mal, dann gehe ich schon mal an Deck gleich und nehme mal mein Scope in die Hand. Vielleicht sehen wir ja irgendwas anderes Schönes. Oh, warte, da komme ich aber mit. Ja, ich bin gerade Wenn noch es hier fertig nicht am so ruckeln Reparieren würde hier. beim Fahren. So. Ah. Denke mal, jetzt haben wir es weitestgehend. Ein bisschen was ist noch kaputt, aber die heftigsten Sachen, glaube ich, haben wir. So. Ja, es ruckelt wirklich ein bisschen beim Fahren, ja. Kannst du ein bisschen näher an die Küste, weil ich glaube, so wird es gar nicht richtig geladen. Ja, ich fahre ja schon ran an die Küste. Da ist Ah, ja, übrigens okay. so eine Box für XP. Da ist ein Entdecker-Node. Direkt Ja, an der aber die bringt Pista. uns ja Bringt momentan uns nicht gerade wirklich nichts, wir was. bauen ja nichts. Habe ich in meinen. Ja. Es ist gerade so wie bei Jurassic Park. Weißt du, diese Fahrten mit dem Jeep durch die Dino-Landschaften. Oh, Dino-Sightseeing. Oh, wow. Aber ihr Fahr mal rechts in die Bucht. könntet auch ein bisschen nach vorne schauen, weil was direkt von vorn kommt, sehe ich nicht. Also, sprich Stein. Ach so, Weil ich ja. habe hier ein riesen Schiff, einen riesen Mast mit Segel und einen Weihnachtsbaum vor der Nase, also ich sehe gar nichts. Stimmt, der Weihnachtsbaum ist noch so, tut noch was dazu, ja. Wir haben keine Dinos unten, oder? Die sind alle oben. Nee, sind alle oben. Ja, dann ist Stein relativ egal. So was Hohes kommt nicht. Da vorne rechts ist jetzt ein Stein, wenn du ein bisschen links mehr hältst, ist so besser. Genau. Weil dich sollte es, während du da am Steuer sitzt, nicht raushauen. Sollte nicht. So, rechts haben wir einen Sarko, hilft uns aber auch wenig. Von den neuen Dinos nichts zu sehen. Nein, ich sage, da müssen wir wahrscheinlich ein paar wegmachen vorher oder wirklich destroy. Ja, ansonsten gehen wir bald. Ah, jetzt kommen wir bei den Zinnen raus, bei unserem Startpunkt quasi. Oder wie? Nee. Nee. Das? Was ist das da vorne? Doch, das sind doch die Zinnen, Doch. Ja, Ne? doch. Bei Sind wir schon unserem wieder, ja. Startpunkt. Aber dann können wir ja noch weiter in den Süden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten die ja beim grünen Pinökel. Das ist doch. Ist das der ganz da vorne Nein, oder da ist das der vorne ist der rote? rote. Der rote, der grüne ist. Der Hinter grüne uns. ist hinter uns. Hinter Das uns. ist der Sumpf. Das Aber ist das der ist am der, Sumpf, wo wir früher wo wir im gewohnt Sumpf haben. waren, ja. Genau. Okay. Du weißt doch, als Einführung der Leeches waren wir dort und wir haben die Leeches Nochmal schärfer geleakt. rechts, Xa. Du kriegst gerade den Hinweis aus dem Chat, die Folge ist aus. Was? Schon? Nein. Ich Bei weiß mir haben es wir noch 5 nicht. Minuten. Oder? Na, Kia, 105, ja was doch, sagst du? könnte so langsam, ganz langsam könnte sie zu Ende sein, ja. Vorsicht, Stein, ein bisschen links. Ja, die Kia läutet die Pausenglocke. Ist aber auch nichts. Okay, dann setzen wir unsere Entdeckungsfahrt in der nächsten Folge fort. Dann kommen wir auch in ein Gebiet, was wir bisher noch nicht geladen haben, im Süden. Da waren wir bisher noch nicht. Hier Oh, ist schau, unser unsere tolle Anlege. Rampe. Unsere Anlegestelle, genau. Ach Unser ja. Zuhause. Home sweet home, genau, unser Zuhause. Hier haben wir eine tolle Basis. Wow, Also, wir sehen uns in wir der haben ein nächsten Folge Boot. wieder und dann und ein Boot, ein Dingy fährt hier noch rum, ja. Ach ja, wir Nein. sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und drückt uns die Daumen. Vorsicht, Stein voraus. Links, ganz scharf links. Titanic, Links, das oh. andere links. Ich sehe hier Ciao. nichts.